Ist er das? Das war irgendwie so, solange ich sie angucke. Passiert ja dann nichts, ne? Haben mich überhaupt schon gesehen, ja, jetzt. Komme ich denn da lang? Was? Wie ist denn der da so schnell hochgekommen? Oder sowas. Die bestimmt auch sagen, oder? Wo ist denn Gorilla? Ja, ja, geh mal den Flugsaurier hinterher. Alter. Was ist mit dir los, ey? Ich bin ja in der Gewicht, ey. Dann haben wir viel Zeug. Hey, durchgegrapscht. Geh die Haut ab.
trotzdem eine Art Gorilla, ne? Which is secrets? Hier. Hat ihn doch vorher nicht gestört, das Licht, oder? Warum auf einmal jetzt? Kommen sie ein bisschen zu spät. Alter. Kann der denn nicht so schnell hier rein? Geil. Der kann mir da richtig schnell rein, ne? Okay. Ja, ja, ich bin weg. Ich bin weg. Ich darf nicht schießen. Der Junge was erzählt, ich darf nicht schießen. Bei den hat er Angst und jetzt greift er den Bock an. Das ist ja noch so ein Typ. Ist er tot? Was? Wer denn gestorben? Die soll nicht auf die ballern. Das macht die nur wütender. Und anscheinend kann ich doch auf die ballern. Eine neue Maske ist immer ganz gut. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Noch ein Level mit denen, ja?
das nur bei dem Schwarzen, der? Der ein bisschen Damage abkann, oder was? Okay, ich hab Q gedrückt, aber hat dem Spiel nicht interessiert. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee. Brauche ich gar nicht die Maske, oder was? Ich habe halt hinten keine Augen. Was soll ich denn da machen? Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee. Ist doch gerade abgehungert. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee. Sind ich gerade abgehungert? What? Wer bist du jetzt? Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee. Furchteinflößend? Du meinst zwar eher unfair. Okay, der ist unbesiegbar. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee. Unbesiegbar. Thank you.
Das habe ich trotzdem eingesammelt, oder was? Ich gestorben bin. Okay. Was sagen Sie denn nicht? Was ist der denn da? Also hat er mich doch gesehen, Jungs. Der war auch immer hinter mir. Hängt der fest? Hängt fest, ne? Gucken, wie lange. Der hängt immer noch. Nein, nicht immer. Ich sag's wieder, dass seine KI so komisch ist. Bitte. Nur Funken hat, also kein Licht, da war die kaputt machen können.
Da pennt einer unten. Der liegt bestimmt noch was Cooles. Oder? Hm, vielleicht auch nicht. So viel besser, ja? Na gut. Ein Nachtsichtgerät fällt mir gerade ein. Ein bisschen Lärm gemacht, aber hat ihn nicht aufgeweckt. Ja, wo im Schnarchen sind die? Sollten wir wissen? Sucht er? Hat er keine Nummer? Guckt ja nicht mal rein.
heck is he doing? Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Machen wir den jetzt platt oder was? Wo willst du hin, Mann? Für 50 Kugeln bring ich dich. Nur 50? Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. Hast du etwas gefunden? Okay, steig auf. Wo geht es denn hin? Zur Kirche, Artyom. Klingelt es bei dir, wenn du den Namen Khan nennst? Er hat uns geholfen, dich zu finden. Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Hey, wie wäre es mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie an. Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren, aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen... Hey, Artyom, ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Sollen wir dir sagen, niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Ja. In Blut nicht zu bezahlen. Das kann ich dir sagen. Kalasch. 2012. Das weitere Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Schrottmunition schießen ist schwere MG, ist auf Kurzentfernung absolut tödlich, verbraucht die Munition aber sehr schnell und kann mit einem der Schalldämpfer ausgestattet werden. Why? Was ist das? Mit einfachsten Werkzeugen aus normalen Fahrradteilen und Metallrohren hergestellt. Diese Revolverschrotflinte lässt sich daher leicht anfertigen und effektiv in den beengten Räumen der Metro eingesetzt. Ah, hier ist wieder die Schienenpistole, Kanone. Revolver, ne? Nein, die habe ich sogar schon, ne? Kann ich die denn verbessern? Nachtsicht. Also im Prinzip würde ich sagen, habe ich schon alles, ne?
kannst du mir gerne wiedergeben. Hallo, Artyom. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Eine hübsche Basis, die Ranger sich geschaffen haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht geholfen hat. Und jetzt? Bleibst du still, wirst du zu einem Ranger. Schau dir deinen Weg genau an, Artyom. Und denke daran, wie er enden könnte. Du erntest, was du säst, Artyom. Gewalt führt zu Gewalt, Krieg zu Krieg und Tod bringt nur Tod. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, bedarf es mehr als gedankenloses Handeln. Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Hm. Okay. Sonst irgendwas Neues? Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir? Die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Was, kommst nicht mit? Nun, Artyom, ich habe hier schon zu lange geplaudert. Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Es ist das Verlies der alten Kirche. Rein! Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel als Gesicht geworden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist.
Was das Zukunft oder Vergangenheit? Oder einfach nur eine Traumwelt? Artyom! 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 Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Kannst du aufstehen? Artyom, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut, anhalten! Ja, Artyom, was war das? Erzähl mal! Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor! Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße, ich wusste doch, dass alles so glatt läuft. Achtet auf die Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Ulmer, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Dinosaurus! Feuer! Was? Schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Dinosaurus! Feuer! Wo denn jetzt schon wieder? Schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Dinosaurus! Feuer! Ich werde kämpfen sterben. Hallöchen, Mädchen. Schön, dass du da bist. Wie schaut's mit deinem Besuch aus? Ist es schon weg oder was? In der Welt ein paar Tage. Er kommt näher!
Scheiße, einen verfehlt! Beeilung! Die Anomalie ist jetzt echt nahe! Ja, dann bewegt euch doch einfach nicht. Beeilung, sonst sind wir tot! Endlich! Ego, ich muss jetzt nicht bei 24 Minuten sein. Oh, oh. Sind wir jetzt bei Mutti drüben, oder was? Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Ja, herzlich willkommen! Wie du siehst, bin ich schon durch die Bibliothek durch. Hast du mal Bock, den Titel zu ändern mit Ecke-Klammer First Playthrough und dann weiß ich nicht, der Weg zu D7 oder D8 oder was das heißt hier? Oder einfach wieder zurück in den Tunnel? Vielleicht irgendwas Allgemeines? Ich dachte, die Bibliothek dauert ein bisschen, aber die war da doch relativ schnell vorbei. Okay, reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Lichter. Der Buch jetzt mitgenommen? Nee, hat er ja nicht mitgenommen. Na dann mal los. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Kein Moskau besonders. Danke fürs Endermädchen. Dankeschön. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Okay. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Der hat eine Railgun, ne? Ein Schienengewehr. Die Übersetzung, ne? Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze! Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Vetter. Wie Sie sagen, mein Vetter. Der wollte ein bisschen Licht haben, oder? Glaube ich. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Gut gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ja, Ullmann, danke. Überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße! Das ist ein großes Zeichen. Ein Glück. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Wie wär's mal hier mit Rückendeckung und so was mir liegt? Du siehst, wie das funktioniert, ja, ne? Alles frei! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie... Ach, jetzt habt ihr... Ja? Ich wollte aber noch mal.
wollte noch einen zweiten Orden haben. Also. Der gehört uns. Da sind noch andere Gegner. Ja, da sind 50 Leute, die greifen nur mich an. Ein Glas Mondschein für jeden Nosalis. Wie wäre es damit, Oberst? Zur Hölle mit dir, noch ein Komiker, hör auf zu lachen! Er dürfte alleine gehen, das ist wirklich auf den Sack, wenn ich helfe. Geh weg, geh weg. Nur auf den Sack, wenn ich helfe, dann komm ich immer zu mir geschissen. Freitag. So, wie Freitag der 13. Ja. Sauber, Oberst! Noch ein Angriff! Ah. Naja, ich kann ihn wohl einmal sterben! Vorwärts für das Mutterland! Für das Sterben an Altersschwäche! Ach, halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Andere NPCs. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Interessiert euch ja nicht. Wisst ihr, hab ich doch genau richtig gespielt. Artyom interessiert das ein Scheiß, was mit dem anderen ist. Hab ich alles richtig gemacht, wisst ihr? Boris, mein Freund, warum? Gib mir dein Loot. Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Diese gottverdammten Bestien. Okay. Vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Noch ein bisschen mehr. Wisst ihr? Ich habe perfekt Atem gespielt gestern. Und vorgestern. Gasmasken auf.
Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge. Wie hoch hast du denn diese Arachnophobie-Ding gemacht? Auf Maximum? Ich meine, sind es ja nur noch so eine Bälle, oder? Ich mich recht erinnere. Aber herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Was? Du stellst dich deinen Ängsten? Was? Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Mädchen. Das schaue ich mir mal an. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Was passiert jetzt? Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Die verdammte Rosalys. Die haben uns gefunden. Aufpassen. Ich bin getarnt. Geh weg. Schnell zum Ausgang! Scheiße! Feuer frei! Okay. Nicht geht, ne? Unrealistisch. Eigentlich hätte ich hier nur im Kreis laufen müssen. Bewegung, Bewegung, nicht stehen bleiben! Ein bisschen unrealistisch, dass sie nicht auf die Gegner gehen, die sie auch anschießen. Tür führt nach D6! Sind wir da? Das weiß ich sieht schon. So aus. Bin ja lieb. Sieht ganz so aus. Was bringt dir das denn, wenn du die Spinnen tötest? Scheiße, abgeschlossen. Kannst du die Haare dann abrupfen oder was? Und dann mit dir eine tolle, geile Weste nähen? Sieht oder? Eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Rohstoffe. Ja, Spinnenauge, Spinnenhaare, Artyom, Eiweiß. Schau dir mal diesen Raum an. Was noch? Vielleicht noch Spinnengift? Waffen oder Rüstungen machen? Ah, okay, cool. Los geht's! Echt jetzt? Bist du in Ordnung, Artyom? Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Ich tue mal so, als wenn ich mit denen rede.
Ist in Ordnung, Artyom. Gut. Wir werden einen anderen Weg suchen. Tun wir mal so, als wenn ich mit denen rede, aber fehlt irgendwie. Fehlen vielleicht die Soundfiles für Artyom oder sowas? Sie so komisch an, ne? Dadurch, dass er halt nichts sagt, aber sie tun so, als wenn er was sagt. Kleiner Särkling. Neumann? Jetzt will ich auch wieder so ein Level schnell durch, weil kommen unendlich Gegner oder was? Weil die sehen mich anscheinend trotzdem, egal ob ich krieche oder schleiche oder whatever. Ich verschwende nicht meine Munition an euch. Kommt eh unendlich wieder.